Nachfrage bei Ina Ruck in Moskau. Die Ukraine glaubt also nicht daran, dass Russland sich kampflos aus Cherson und dem Gebiet zurückzieht. Wie sehen Sie es? Ist es ein echter Rückzug? Das ist, glaube ich, noch viel zu früh zu sagen. Sie haben es angekündigt, aber messen werden wir es an den Taten müssen dann. Obwohl man ja schon damit gerechnet hat, dass Ähnliches passieren könnte. Russland, die russische Armee hat ja schon eine ganze Zeit lang begonnen, die Zivilisten aus Cherson zu evakuieren, wie sie es genannt hat. Manche sind auch gegen den eigenen Willen rausgebracht worden. Es gab diverse Vorbereitungen in diese Richtung. Manche allerdings sagen jetzt auch, das Ganze könnte eine Falle sein, in die man die ukrainische Armee locken will. Aber wenn man sich das Statement des Ministers und auch das kleine Referat, das da heute der zuständige Kommandierende für die Ukraine gehalten hat, angehört hat, dann hat man schon auch gesehen und gehört, dass es offenbar doch ernst gemeint ist, was da heute verkündet wurde. Und die Hintergründe für diese Entscheidung sind tatsächlich diese, dass man Probleme mit dem Nachschub hat? Das ist die offizielle Erklärung. Ja, Nachschubprobleme, ganz offensichtlich, aber kann man tatsächlich dieses rechte Ufer des Dnipro nicht halten. Der Surawikin, der General, der Zuständige, hat ja unter anderem auch gesagt, man wolle die Kampffähigkeit erhöhen und auch die Leben von Soldaten schützen. Das passt auch überhaupt nicht zu dem, was er sonst noch gesagt hat, nämlich, dass gerade im Raum Cherson die russische Seite sehr viel weniger Verluste habe als die ukrainische. Da sucht man also offenbar im Moment nach einer Erklärung, die man den Leuten präsentieren kann. Denn das Ganze ist ja schon eine Entscheidung, die wirklich einen richtigen Rückschritt bedeutet. Absolut. Denn insbesondere, wenn wir gucken darauf, dass Putin ja gesagt hat, dieses Gebiet und auch insbesondere die Bürger von Cherson sind jetzt Russen und werden es für immer bleiben. Wie steht er denn jetzt da? Ja, genau. Und das hat er gerade mal vor 6 Wochen gesagt, nicht? Also vor nicht mal 6 Wochen war hier in Moskau die große Feier zur Annexion, zur völkerrechtswidrigen Annexion der 4 ukrainischen Gebiete. Das wurde groß gefeiert mit Party auf dem Roten Platz und eben mit Putin. Und nun, wenige Wochen später, verlässt man die wichtigste dieser Städte, die einzige Gebietshauptstadt, die Russland ja geschafft hatte zu erobern während dieses Krieges. Das ist natürlich wirklich schwer zu erklären und das könnte auf Putin zurückfallen. Er hat vielleicht deshalb diese Entscheidung gar nicht selbst verkündet, obwohl er eigentlich der Oberkommandierende der Streitkräfte ja ist als Präsident, sondern er hat sie seinen Verteidigungsminister verkünden lassen und den General, der zuständig ist, möglicherweise auch, um nicht derjenige gewesen sein zu müssen, der das dann verkündet hat. Lassen wir uns noch mal auf den Verteidigungsminister gucken. Es hieß ja immer, dass Shoigu bei Ungnade in Putin gefallen ist. Gerücht über Ablösung gibt es ja auch immer wieder. Wie sehen Sie das denn jetzt? Wie sehen Sie seine im Lichte dieser heutigen Entscheidung? Wie bewerten Sie das alles? Also der Verteidigungsminister ist sicher einer der engsten Politiker mit Putin. Putin und Shoigu fahren immer sehr von Fernsehkameras öffentlich auch ausgestellt, gemeinsam in den Urlaub zum Beispiel. Ich glaube, dass Shoigu bei Putin nicht so sehr in Ungnade gefallen ist, aber Shoigu wird massiv aus den eigenen Reihen angegriffen, aus Reihen des Militärs. Er selber ist ja kein Militär, er kommt aus dem Katastrophenschutz. Und er wird angegriffen von den Nebenkommandanten, die sich da im Moment herausbilden. Zum einen gibt es ja den tschetschenischen Gebietschef Kadyrov, der mit eigenen Leuten in der Ukraine ist, also der eigene Soldaten dort kämpfen lässt. Dann gibt es den Chef der Söldnertruppe Wagner, der heißt Prigozhin. Diese beiden sehr starken Männer haben Shoigu massiv kritisiert, haben mit dafür gesorgt, dass dieser General installiert wird, der da jetzt zuständig ist für das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Und die beiden haben sich heute auch schon sehr lobend geäußert über diese Entscheidung, die offenbar gar nicht Shoigu selbst getroffen hat. So wirkt es. Zumindest. Viele Hintergründe. Vielen Dank, Ina Ruck nach Moskau, dass Sie uns das erläutert haben. Schönen Abend Ihnen.